Schön. Sommer am Teich im Garten zu Hause und den Fischen beim Schwimmen zusehen. Aber irgendwann kommt der Winter und der Teich friert zu. Die Fische können aber noch gemütlich im unteren Teil des Teiches schwimmen. Aber warum friert er eigentlich nicht komplett ein? Das sehen wir heute. Warum die Fische im Winter trotzdem im unteren Teil des Teiches schwimmen können, das liegt an der sogenannten Dichteanomalie des Wassers. Die schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Dazu nehmen wir mal Quecksilber, packen es in einen Topf und stellen den auf eine Herdplatte. Erwärmen wir das Quecksilber, dann dehnt es sich aus. Der Topf scheint voller zu sein. Wenn wir es weiter erwärmen, dann dehnt sich das Quecksilber noch mehr aus. Wir können daraus schließen, dass je wärmer ein Stoff wird, desto größer wird sein Volumen. Hitze führt bei einem Stoff also zu Ausdehnung. Das kennt ihr auch aus dem Freibad. Ihr packt eine Flasche Wasser daheim aus dem Keller ein. Die könnt ihr daheim noch locker seitlich eindrücken. Dann steht die Flasche 3 Stunden in der prallen Sonne und ist danach nicht nur eklig warm, sondern wirkt auch härter und praller. Erklärung: Da das Wasser sich erwärmt hat, hat es sich auch ausgedehnt und hat somit ein größeres Volumen. Das Ganze können wir in diesem Diagramm aufzeichnen. Hg steht für Quecksilber und wir sehen, dass je größer die Temperatur wird, desto größer wird auch das Volumen. Das stimmt auch für das Wasser, zumindest bis ca. 6 Grad Celsius. Denn ab da legt Wasser diese komische Kurve zurück. Ist das Wasser besoffen? Was soll denn das? Aber genau dieser Haken sorgt dafür, dass Fische im Winter im Teich überleben. Denn Wasser hat bei 4 Grad Celsius sein kleinstes Volumen und seine größte Dichte. Kurzer Einschub zur Dichte. Die Dichte Rho eines Stoffes ist seine Masse durch sein Volumen. Also wie viel Gewicht ein Stoff bei wie viel Ausdehnung hat. Wird das Volumen eines Stoffes größer, so wird seine Dichte kleiner. Das ist die Dichte für alle, die es noch nicht genau wussten. Je größer die Dichte eines Stoffes ist, desto schwerer ist er. Das macht sich der Teich zunutze. Im Sommer sieht er nämlich so aus. Da fängt die oberste Wasserschicht bei 8 Grad Celsius an und die Wassertemperatur sinkt dann mit zunehmender Tiefe immer weiter ab. Je kälter es wird, desto kleiner wird das Volumen. Und desto größer wird die Dichte der Wasserschicht. Eine Regel brauchen wir noch. Es gilt nämlich, dass Stoffe mit kleinerer Dichte immer auf Stoffen mit größerer Dichte schwimmen. Holz zum Beispiel hat eine kleinere Dichte als Wasser und schwimmt somit immer auf dem Wasser. Mit diesen Regeln kommt die Anordnung der Temperaturschichten in unserem Teich zustande. Das Wasser mit der kleineren Dichte ist ganz oben und unten hat es die höchste Dichte. Das ist soweit noch völlig in Ordnung. Jetzt kommt aber der bitterkalte Winter. Der friert das Wasser oben auf 0 Grad Celsius herunter und die Anomalie des Wassers greift nun. Denn 4 Grad warmes Wasser hat die kleinste Dichte und bleibt weiterhin im Keller unten. Die Temperaturverteilung sieht also jetzt so aus. Gehen wir auf die 0 Grad Celsius zu, gewinnt das Wasser wieder an Volumen und verliert an Dichte. Und somit entstehen wieder diese Wasserwärmeschichten. Ziemlich tricky, oder? Alles, weil die Kurve vom Wasser so aussieht, wie sie aussieht. Würde die Kurve von Wasser so aussehen, wie die von Quecksilber, dann wäre 0 Grad kaltes Wasser schwerer als 4 Grad warmes Wasser und würde dann nach unten sinken. Das 4 Grad warme Wasser oben würde auskühlen und auch wieder nach unten sinken. So lange, bis der ganze Teich komplett gefroren ist und die Fischis dann eingefroren wären. Und dann kann nur noch Captain Iglo was mit denen anfangen. Naja, wenigstens wären sie dann wieder warm. Halten wir das mal fest. Die dichte Anomalie des Wassers ist ein prima Winterschutz für Fische. Würde die Volumentemperaturkurve von Wasser wie bei allen anderen Stoffen wie eine Gerade verlaufen, dann würde der ganze Teich einfrieren und die Fischis gäb's nicht mehr. Da Wasser aber bei 4 Grad Celsius sein kleinstes Volumen und somit seine größte Dichte hat, wird es auf dem Boden eines Teiches immer angenehme 4 Grad Celsius haben. Denn 4 Grad warmes Wasser sinkt immer nach unten. Und der ganze Kram wird dann die Dichteanomalie des Wassers genannt. Natürlich geht die Kurve von Wasser auch noch weiter in den Minusbereich. Sie macht nämlich einen kleinen Sprung nach oben und verläuft dann wieder linear nach unten. Wird Wasser also zu Eis, so bekommt es erstmal ein größeres Volumen. Mit dem Wissen könnt ihr mir bestimmt auch noch was erklären. Warum platzt eigentlich meine Wasserflasche, wenn ich sie ins Gefrierfach stelle und total einfrieren lasse? Oder warum platzen manchmal Rohre im Winter, in denen Wasser steht? Und warum wird im Winter eigentlich immer Frostschutzmittel in die Autos geleert? Wenn ihr noch diesem Thema eine Ahnung habt, warum das so sein könnte, dann schreibt es doch mal in die Comments. Wir haben für euch jetzt noch ein cooles Video über die Keplerschen Gesetze. Die sagen etwas aus über Planetenbahnen um die Sonne und sind richtig cool. Und jeder sollte von denen mal gehört haben. Also einfach uns noch kurz erklären, warum eine Flasche im Gefrierfach explodiert und dann hier neben rechts klicken und zum nächsten Video zu gelangen. Bis gleich!